Es ist ja nicht mehr regnerisch bei vielen von uns. Moment. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich riesig, dass ihr da seid, die, die ihr da seid. Und ja, das Thema, ne? Das Thema ist, wieso, weshalb, warum, wie soll es weitergehen, Angst vor der Zukunft, was kann ich machen, wie finde ich die richtigen Lösungen. Eigentlich habe ich nur die Sachen rausgenommen, wo ich weiß, dass es bei jedem, bei uns allen einfach immer im Kopf rumschwirrt, ja? Wie? Diese ganzen Fragen, wie, was soll ich machen? Ich bin hier, ich bin da, ich bin ein Human Doing, ich muss was machen. Und es ist auch gut so, dass wir was machen wollen, dass wir was unternehmen wollen und dass wir was verändern wollen, dass wir was bewirken wollen. Das ist mega wichtig und das ist mega genial. Nur was? Woher kriegen wir das richtige Was? Das ist die Frage. Ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Anwesende. Was treibt euch denn so? Ihr dürft es sagen, dann wird es auf Facebook gestreamt. Ihr dürft es mir aber gerne auch in den Chat reintippeln. Was denn das Was ist, diese W-Frage, die größte W-Frage in deinem Leben? Tippel mal rein. Was ist die größte W-Frage in deinem Leben? Und ich gucke jetzt hier auch mal auf Facebook, ob da jemand eine W-Frage reintippelt, die wir dann, weil alle W-Fragen sind im Prinzip, alle W-Fragen sind eigentlich die gleichen Fragen. Ich sehe Patricia, manchmal Susi, schreibt sie. Und jetzt siehst du aber nur mich, oder? Eigentlich solltest du nur mich sehen jetzt. Ich bin mit euch hier auch via Handy, jetzt aber wieder die Susi zu sehen. Das ist schon ein bisschen crazy, was hier abgeht. Ich müsste doch eigentlich nur ich hier sein. Ansicht. Sprecheransicht. Hallo, da kommen eh noch ein paar rein. So. Wo bin jetzt ich? Jetzt müsste eigentlich gut sein. So, gehen wir mal gucken, was da für W-Fragen kommen. Ich habe mal was gemacht. Ich habe mal eine gestellt. Hast mal eine gestellt, hervorragend. Wie verhalte ich mich, wenn ich das Gefühl habe, es dringend, es ist dringend, dass ich was tut, gesundheitlich, finanziell und beziehungstechnisch? Das ist eine Frage, die natürlich niemanden sonst betrifft. Ja, genau. Dachte ich auch, so ganz exotisch. Genau, gute Frage. Genau, Gesundheit, ich sehe auch nur dich. Hervorragend, danke Christina, ich glaube, ich habe es hingekriegt. Ihr dürft natürlich immer noch in Zoom-Raum eintreten hier. Er ist noch offen. Hallo, hallo, alle, die kommen, herzlich willkommen. Ich lasse euch einfach hier eintreten und wir sind jetzt hier bei dieser Frage. Was ist, wenn es dringend ist? Genau. Wer sagt denn, dass es dringend ist? Die Zeit. So, nochmal jemand. Wann ist es dringend? Ja, klar, Geld. Nehmen wir jetzt mal Geld. Ich muss Rechnungen bezahlen. Ja? Ich muss Rechnungen bezahlen, ich muss Mieten bezahlen. Es ist dringend, es ist Anfang des Monats und womöglich konnte ich es nicht bezahlen. Jetzt ist ja Anfang des Monats, womöglich habe ich mich jetzt irgendwie müssen verschulden. Ja, irgendwie. Wir haben ja heute, was haben wir denn heute? Hallo. 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 Ja. Hallo. 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 Hi. Hallo, hallo. Hallo, Schön, hallo. dass ihr da seid. Also jetzt, irgendwie zeigt es euch doch auf Facebook. Also, ich kann nur eins sagen, wenn ihr nicht auf Facebook gezeigt werden wollt in meiner Gruppe, dann müsst ihr die Kamera ausstellen. Sonst, anders kann ich euch nicht helfen. Zoom lässt mich nicht. Genau. Jetzt haben wir ja irgendwie den 3. des Oktobers, oder? Und
Die Dringlichkeit der Finanzen hat sich gezeigt am 1. des Oktober, oder? Alles muss bezahlt sein, die Mieten, die Versicherungen und so weiter und so fort. Und irgendwie sind wir jetzt hier in diesem 3. Oktober doch angekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind schon da. Wir haben es irgendwie geschafft, dass wir alles bezahlt gekriegt haben oder aufgeschoben gekriegt haben oder ein Darlehen bekommen haben. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, hier anzukommen, hier und jetzt und heute. Das ist ja schon mal super, oder? Ja. Das hat uns, es gibt einen Weg. Jetzt sind wir hier angekommen, wir haben alles irgendwie gezahlt gekriegt. Jetzt geht es schon wieder los. Aber das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Und wenn wir das denken die ganze Zeit, dass es sich nicht lösen wird, dass die Lösung nicht da sein wird, wenn sie ultimativ da sein muss, in was für einer Energie sind wir denn dann? In was für einer Energie sind wir? Ja, in dieser Mangel, scheiß Mangelgeschichte total. Genau, in dieser scheiß Mangelgeschichte total. Und das ist das große, große Problem, dass wir uns nicht erlauben zu können, uns in Fülle zu fühlen, während wir wissen, wir haben offene Rechnungen. Sie uns in Fülle zu fühlen, während wir wissen, da muss mal was bezahlt werden. Ja? Hm. Also, wir haben diese Tatsache, ich nehme mal hier meine Hand, es muss etwas bezahlt werden. Ich brauche Geld dafür, dass was auch immer es ist, bezahlt werden muss. Und hier bin ich mit meinen Gefühlen. So, das muss bezahlt werden. Hier habe ich mein Gefühl, scheiße, wie soll ich es bezahlen? Ich weiß es nicht. Aber ich kann ja gleichzeitig auch dennoch, obwohl ich das bezahlen muss, spüren, dass es eine Lösung geben wird. Ja oder nein? Ja. Das kann ich gleichzeitig. Ich kann gleichzeitig spüren, dass es eine Lösung geben wird. Weil ehrlich gesagt, wir sind ja alle bis hier hingekommen, bis zum jetzigen Moment, auch für die Aufzeichnung, aber auch für die Leute, die jetzt gerade mit uns hier sind. Wir sind ja alle hierher gekommen. Also hat ja in der Vergangenheit hat es immer wieder Lösungen gegeben, die uns hierher gebracht haben. Das kann keiner leugnen. Richtig? Ja. Warum soll das aufhören? Warum soll jetzt plötzlich für die nächsten Probleme, die wir uns vorstellen können, warum sollen für diese Probleme keine Lösungen entstehen? Naja, also für mich kann ich nur sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe das selber gelöst in der Vergangenheit. Also ich habe mich dann halt, weiß ich nicht, habe mir was einfallen lassen, und jetzt habe ich keine so Lust mehr, das auf diese mühselige Art zu tun, verstehst du? Genau. Also du glaubst, dass in der Vergangenheit die Lösungen sich ergeben haben, weil du etwas auf eine mühselige Art in Gang gebracht hast. Ja, das ist so ein Glaubenssatz noch. Ja. Mhm. Gut, aber wenn du jetzt weißt, dass es eigentlich gar nicht dran lag, dass du die mühseligen Sachen gemacht hast, sondern dass es daran lag, dass die mühseligen Sachen, die du gemacht hast, dir als Erlaubnis Geber dienten, okay. Mhm. In den Glauben, in die Überzeugung, in die Hoffnung zu kommen, dass es die Lösung gibt. Ja. Erlaubnisgeber, diese mühseligen Sachen, die dienen uns tatsächlich immer als Erlaubnisgeber. Und es ist wichtig, dass wir uns die Erlaubnis geben. Aber wie wäre es, wenn wir uns die Erlaubnis geben, dass es nicht mühselig sein muss. Weil wir ja wissen, es geht um das Gefühl, es geht um die Energie, es geht um den Glauben, es geht um die Verbindung mit der Lösung. Und ich muss mich energetisch, das heißt, meine Gedanken und meine Gefühle kreieren meine Energie. Und meine Gedanken und Gefühle dürfen energetisch ein Match, ein Abgleich zur Lösung sein.
wenn ich jetzt halt mühselig brauche, um die richtigen Gedanken und Gefühle in mir zu generieren als Energiegenerator, dann kann ich ja auch sagen, okay, ich verzichte jetzt auf mühselig und suche mir leicht und fröhlich, um diesen energetischen Match herzustellen zwischen der Lösung und zwischen meiner Schwingung, die entsteht nochmal aus meinen Gedanken und Überzeugungen und Gefühlen. Das wäre doch mal eine Entscheidung wert, oder? Ja. Das kann ich meinem Verstand klar machen. Ich kann ihm klar machen, hey Verstand, selbst in der Vergangenheit, als du Lösungen gefunden hast, die sehr, sehr mühselig waren, lag es nur daran, dass du dir irgendwo erlaubt hast, in die Hoffnung, in die Nähe, in das Gefühl der Lösung zu kommen, weil dein Glaubenssatz einfach ist, wenn ich wirklich mich anstrenge, mühsam und mühselige Dinge tue, mich überwinde, dann komme ich zur Lösung. Ne? Gut, oder? Das ist gut, genau. Es hört sich für mich noch nach Experiment an, aber immerhin. Es ist ein Experiment, weil die Erfahrung ist noch nicht da. Mhm. Ja, das, solange die Erfahrung nicht da ist, fühlt sich alles nach Experiment an. Aber die Logik auf Basis der Gesetze der Kraft, ja, der Energie, der Quantenphysik, des Universums. Das habe ich zutiefst begriffen, genau. Das ist genau das. Das ist mal wichtig, oder? Dass wir das ganz tief begreifen und sagen, ja, so funktioniert es. Da habe ich 0,0 Zweifel mehr dran. So. Also, was sage ich dann zu mir? Was sage ich dann zu mir, wenn ich die Lösung suche? Was sind die richtigen Sätze? Was tue ich? Was fange ich mit mir an, damit ich diesen Match kreiere? Was brauche ich? Ich brauche eine Energie in mir. Ich brauche Überzeugungen, ich brauche Sätze, die mir helfen, Gefühle zu generieren. Es geht ja nur ums Generieren in erster Linie. Und aus dem energetischen Zustand heraus wird es nicht. Aber wir müssen mit dem energetischen Zustand anfangen, dass wir den energetischen Zustand dahin bringen, dass er sich so anfühlt, wie wenn die Lösung schon da wäre. Ja, die Lösung ist schon da. Das ist Übung, ja. Das ist wie Taschenlampe auf irgendwas drauf zünden, einen Fokus zu halten und zu sagen, da will ich jetzt hin, da will ich jetzt mich so fühlen. Und das ist das ganz Wichtige, dass wir diesem Human Doing sagen, du darfst tun, aber nur aus der richtigen Energie heraus. Du darfst die richtige Energie zuerst kreieren. Das ist Teil des Tuns. Das ist der erste Schritt des Tuns. Und wie tue ich das denn am allerbesten? Indem ich mir das schon vorstelle. Indem du dir vorstellst und indem du dir einfach mal generell vorstellst, die Lösung ist da. Die Lösung ist da. Ich muss keine wie, wer, wann, wo, wieso, weshalb Fragen beantworten. Die beantworte ich im Nachhinein. Die beantworte ich später, wenn ich es beantworten kann. Aber was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich brauche, sage ich mal, nächsten Monat, wir bleiben bei den Finanzen, ich brauche nächsten Monat 10.000 Euro. Ja, ich brauche einfach nächsten Monat unbedingt 10.000 Euro. Ja. Susanne. Also der erste Punkt ist tatsächlich doch wirklich der Punkt, dass ich mir vorstellen kann, dass ich die irgendwo her bekomme. Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann sind alle Türen zu. Alle.
keine energetische Möglichkeit, dass irgendetwas zu mir kommt. Ich bin komplett abgesperrt, zugesperrt. All meine energetischen Grenzen sind oben, keine Tür geht auf. Ich muss mir zuerst mal irgendwie vorstellen können, dass das gehen kann. Wenn ich da sitze und völlig verbissen mit der Überzeugung im Einklang bin, es geht auf gar keinen Fall. Habe ich keine Chance. Keine. Da kann ich machen, was ich will. Wenn diese Überzeugung so felsenfest ist, dass sie mich immer wieder zurückzieht wie das Gummiband, es geht eh nicht. Egal, was ich mache, es geht eh nicht. Wo soll es? Geht nicht. Also das ist mal wirklich Nummer eins. Ich muss mir zumindest erlauben, zu glauben, dass es irgendwie geht. Mhm. Ja? Wie kann ich mich da hinbringen in diese Erlaubnis glauben, in diesen Glauben? Wie kann ich mich da hinbringen? Ich denke, das wird jetzt bei jeder verschieden sein, aber ich für meinen Teil habe ja auf jeden Fall immer das, ich gewinne was. Ja, das kann. Zum Beispiel, denke ich dann immer so. Oder eben auf den herkömmlichen Weg. Es gibt doch noch einen Job für mich, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und die wollen das Geld loswerden und so, ne? Genau. Zwei Sachen. Zwei sind wenig. Ja? Wir können aber ganz viele finden. Ja, stimmt. Klar. Da war wieder diese Limousine, wo der Geldkoffer rausfiel, gell? Und solche Sachen. Und solche Sachen, keine Ahnung, eine Erbschaft, eine Schenkung, was auch immer, ja, ganz viele Sachen. Eine unerwartete Rückzahlung, eine unerwartete Vorauszahlung. Das ist super. Was es alles gibt, ein unerwarteter Job, der mich total begeistert, ja. Aber hier merkt es schon, diese Möglichkeiten, die dürfen wir eröffnen. Und die einen scheinen mehr und die anderen scheinen weniger wahrscheinlich. Aber so eine kleine Wahrscheinlichkeit ist immer da. Es könnte ja sein. Und dieses es könnte ja sein. Das ist so wichtig, dass wir das aufbrechen. Dass wir sind ganz gut in, es könnte ja auf gar keinen Fall sein. Aber dass wir lernen, wirklich zu sagen, es kann ja alles sein. Es darf alles sein. Ich bin hier offen. Ja, ich bin offen. Mhm. Und ich bin nicht offen, wenn ich voll mit den Überlegungen beschäftigt bin. Schau mal, du überlegst, ja, es kann sein. Ja, nee, vielleicht nicht. Könnte es sein? Ja, nee, vielleicht nicht. Könnte es sein? Nee, kann ich auch mir nicht vorstellen, ja? Dass wir einfach aufhören und einfach nur raus und sagen, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Dass es gleichzeitig auch nicht sein könnte. Logisch. Aber wir brauchen ja Energie. Aber wir brauchen nicht, könnte sein, könnte nicht sein. Könnte sein, könnte nicht sein. Nein, wir brauchen könnte sein, kann sein. Wir müssen uns öffnen. Diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten. Super. Jedes Mal, wenn wir in diesen riesengroßen Frust eintauchen, dann sind wir, kann ja nicht sein, dann sind wir ganz weit weg von der Lösung. Ja, wir dürfen uns erlauben, nur in Energie zu denken. Und die Energie, die ich jetzt gerade spüre, was ermöglicht sie mir? Die Energie, Susi, die du gerade spürst, was ermöglicht sie dir? Ja klar, ich meine, erstens mal, es ermöglicht mir, mich mal wohler zu fühlen. Genau, und wann kannst du dich wohler fühlen? Was darfst du glauben, um dich wohler zu fühlen? Naja, dass eben irgendeine Geschichte in die Wahrheit kommt oder dass ich mich nicht darum kümmern muss, außer offen zu sein. Genau. Und deinem logischen Verstand Futter geben musst, jedes Mal, wenn er interveniert. Ja. Da musst du vorbereitet sein, den zu füttern. Mit zum Beispiel, ja. Früher ist es auch immer gegangen. Es ist immer gegangen.
Ich war noch nie verhungert, ich bin nicht verschuldet, ich bin nicht homeless, ich bin, mir geht es ja eigentlich gut. Mhm. Es hat immer eine Lösung gegeben. Ja, das stimmt. Und es hat es immer. Und solche Argumente, die du tust ja nur mit deinem pessimistischen Verstand diskutieren die ganze Zeit. Ja? Dein göttliches Selbst, das will sich eigentlich entspannen und dein pessimistischer Verstand kommt immer und erzählt dir Stories. Ja. Und um diese Stories zu drehen, brauchst du eine andere Story auf Lager, die er dir präsentiert. Ja? Mhm. Und das mit sich selber auszumachen, und zwar die ganze Zeit. Darum geht's, ja. Immer zu sagen, welches Gefühl, was kreiert dir das Gefühl, in dem du gerade bist? Was kreiert dir das? Du kannst dich den ganzen Tag fragen, was kreiert dir das Gefühl, in dem du gerade bist? Und du kriegst die Antwort, du weißt es, du weißt es. So. Und jetzt weißt du, dass das Gefühl, in dem du gerade bist, nur einfach mehr Dinge kreiert, die du nicht haben willst. Ja? Dann sitzt du da und sagst, okay, ich habe es abgefragt. Das Gefühl kreiert mir Armut. Ja, genau, unter der Brücke. Armut unter der Brücke. Ich muss mein letztes Hab und Gut verkaufen. Das kreiert mir das Gefühl. So. Jetzt sitzt du da mit dem Gefühl. Und sagst, okay, das will ich nicht. Und da musst du halt wirklich diszipliniert sein und größer sein wie das gegenwärtige Gefühl. Ja, das gegenwärtige Gefühl ist jetzt halt da und es möchte auch nicht verschwinden, weil es dich ja so gut und richtig fühlt. Aber es bleibt dir nichts anderes übrig, als dieses gegenwärtige Gefühl jetzt mal da sitzen zu lassen. Setz dieses gegenwärtige Gefühl hier neben dich auf den Stuhl und sage, alles klar, du sitzt jetzt mal da. Jetzt dreh ich mich mal auf die andere Seite und nehme Kontakt auf mit dem Gefühl, das eigentlich das kreiert, was ich gerne hätte. Und du sitzt in der Mitte. Du hast Zugang zu beiden Richtungen von Gefühlen. Ja? Du sitzt einfach mal da, du hast dich daneben gesetzt, neben dieses Gefühl, das so stur ist. Und du sitzt jetzt eher neben dem Gefühl in der Mitte und kannst dich tatsächlich dem anderen Gefühl zuwenden und kannst es mal abfragen, was wissen du? Wie fühlst du dich an, wenn du genügend Geld hast, permanenter Geldfluss, Leichtigkeit und Fluss? Ja, und dann gehst du und lässt es mal da so, sich so ein bisschen kreieren. Und nachher kannst du dich immer noch entscheiden, weil du ja schon in der Mitte bist. Du bist ja schon neutral, ob du vielleicht nicht mehr dich verbindest mit diesem Gefühl, das sich so anfühlt, als hätte sie schon die Zukunft erreicht, wie du gerne hättest. Aber das Wichtige auch jetzt an diesem Spiel sozusagen, an diesem energetischen Spiel, ist einfach, dass du in die Neutralität kommst. Dass du dich loslöst. Dass du wirklich einfach mal sagst, okay, ich bin jetzt mal wieder frei von jenem Gefühl, ich bin frei von diesem Gefühl, ich bin jetzt mal neutral. Und das müsst ihr euch ganz wichtig merken. Weil nur aus der Neutralität heraus kannst du neu wählen. Solange du verbunden bist mit irgendeiner Energie, mit irgendeinem Gefühl, mit irgendeiner Denkkonstruktion, bist du wie dort drin gefangen. Und du kannst eben da nicht raus. Und das ist ja immer wieder dieses Gleichnis oder das, was uns so einleuchtet, oder? Wenn du auf einer Fahrspur bist mit dem Auto und du hast gemerkt, du fährst nach rechts, aber dein Weg wäre ja eigentlich nach links. Kannst du dich doch nicht das Steuer rumreißen und plötzlich nach links fahren, ohne dass du schleuderst wie verrückt? Du musst zuerst neutral geradeaus fahren, um dann die Richtung zu ändern.
Und es ist immer so, jedes Mal, wenn wir versuchen, gewaltsam von der einen Richtung in die andere Richtung uns zu drehen, dann werden wir, kommen wir ins Schleudern. Weil dann sind wir weder da zufrieden, noch da zufrieden, gar nichts stimmt mehr und wir schleudern uns im Kreis. Und meistens ist es doch so, wir schleudern so lange, bis wir zum Stillstand gekommen sind, crash and burn, dann stehen wir auf und gehen wieder in die andere Richtung. Scheiße war es, wehgetan hat, vermeiden hätten wir es können, wenn wir nicht versucht hätten, das Steuer gewaltsam rumzudrehen, sondern erstmal angehalten hätten, neutralisiert hätten, alle Energien losgelassen hätten und gesagt haben, okay, wo ist die neue Richtung? Richtig? Ja. Wieso macht man das nicht? Ja, ich meine, man kann es schon machen, aber es ist gut, wenn eine einem das dann wieder sagt. Also ich meine, dann ich muss einfach selber diejenige werden, die das immer wieder beobachtet, damit ich mich daran erinnere und sage, oh, jetzt bin ich vollkommen verstrickt mit diesem Teil, der sagt, das geht. Immer deinen energetischen Puls messen. Na genau. Ja. Und du misst ja permanent deinen energetischen Puls. Du weißt ja, wie du dich fühlst. Du kannst ja immer, du kannst tatsächlich deine Skala aufmalen und du kannst dich immer wieder selber einchecken und sagen, wo bin ich denn gerade auf meiner emotionalen Skala? Wo stehe ich denn gerade? Ja? Du kannst dich immer einchecken und dann weißt du so, oh, da unten kreiere ich mir, glaube ich, nichts Geiles. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich neutralisiere mich durch eine Meditation, durch Schreiben, durch einfach meine Gedanken klar zu kriegen und sie dann zu verändern im Nachhinein. Aber zuerst brauche ich mal einen neutralen Punkt, aus dem ich mich verändern kann. Und das ist das Wichtige. Es bleibt einem nicht zu ersparen, das permanent zu üben und sich wirklich dran zu nehmen. Und diese, sage ich mal, diese depressiven Phasen, diese aussichtslosen Phasen, die passieren nur dann, wenn ich erlaube, dass mein Körper und mein Körpergefühl meinen Seinszustand diktiert. Ja? Dr. Joe Dispenza sagt immer so schön, du musst größer sein als dein Körper. Und da musst du eine Entscheidung treffen, dass du jetzt größer bist wie dein Körper. Und wenn dein Körper sich elend fühlen will, wenn er sich kaputt machen will, wenn er sich zerstören will, wenn er einfach leiden will und wenn er Opfer sein will, dann musst du sagen, Bullshit Story. Vergiss es. Geh selber weiter und wieder dieses elende Gefühl alleine lassen. Und sagen, das bin nicht ich, ich kann mich verbinden mit einem Gefühl, wo ich will. Und das ist einfach diese Rigorosität, die es tatsächlich gilt, an den Tag zu legen. Und es wird leichter, je öfter und öfter ich es tue, wird es immer leichter. Der große Fehler ist nur, wenn ich mich damit verbinde, mit einem Seinszustand, der sich beschissen anfühlt und noch glaube, das sei ich. Ja? Weil es sich ja so gewohnt und bekannt anfühlt. Und da diesen Jump rauszumachen und einmal und zweimal und dreimal und viermal und 400 Mal und 4000 Mal und 4 Millionen Mal. Dazu sind wir einfach hier, um das zu üben. Das ist unser Fitnessstudio auf Erden. Und es gibt immer welche, die keinen Bock haben, die Übungen zu machen und dann denken, oh, ich will nicht. Aber es darf ja auch leicht gehen. Man darf es ja auch spielerisch nehmen. Man kann ja sagen, ich bin jetzt auf dem Spielplatz. Da ist die Schaukel. Ich habe keinen Bock zu schaukeln, aber ich setze mich halt mal drauf. Dann fange ich langsam an. Und dann schaukel ich mich irgendwann mal in dieses Leben rein, in die Energie des Lebens.
Und da ist der Anfang, was? Die Entscheidung. Ja. Und es ist immer die Entscheidung. Wer will ich sein? Wie will ich sein? Was erlaube ich mir denn? Ja, dieses, was erlaube ich mir denn? Das ist Wahnsinn. Und der allergrößte Wahnsinn ist, dass ich mir die Dinge nicht erlaube, die ich so gerne hätte, weil ich denke, dass andere denken. Da komme ich jetzt auch zum wichtigen Punkt. Ja? Das, was ich denke, was andere denken. Das ist der größte Hemmschuh, der uns unser ganzes Leben lang begleitet, weil wir denken, was andere denken. Das ist so fest. Das merke ich immer wieder, wie fest diese Überzeugung ist. Das, was andere denken. Was ist das Problem mit den anderen? Was ist das Problem mit den anderen? Wer hat Angst vor den anderen? Definiere andere. Andere Menschen. Ja, ja, schon. Wir haben in der Schule das wunderbare Spiel gespielt. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Der schwarze Mann! Ja, ja, ja. Wenn er aber kommt. Wenn er aber kommt! Dann laufen wir davon. Genau. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wenn er aber kommt, dann laufen wir davon. Hat irgendjemand sich mal überlegt, was das bedeutet? Ich kann mich gar nicht mehr an das Spiel erinnern, das habe ich doch verdrängt. Da steht einer an einer Seite und die anderen stehen, also die andere Gruppe steht auf der anderen Seite und dann schreit der schwarze Mann, schreit, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und dann rennen alle los und der schwarze Mann muss dann die anderen quasi fangen, dass sie zu ihm kommen. Okay. Und der Letzte, der dann vom schwarzen Mann nicht gefangen worden ist, der hat gewonnen. Okay. Das bedeutet, uns wurde es schon ganz früh eingetrichtert, dass es einen schwarzen Mann gibt, vor dem er wegrennen muss. Ja. Mhm. Was ist, wenn die Wahrheit ist, es gibt gar keinen schwarzen Mann? Was ist, wenn wir seit Kindesbeinen angelogen worden sind, mit der Überzeugung, dass irgendwo doch ein schwarzer Mann ist und es gab nie einen? Weil auch in der Schule der schwarze Mann, der war ja gar kein schwarzer Mann. Der wurde nur als schwarzer Mann eingesetzt. Das war ja einer aus der Klasse, genauso wie wir. Ach, Patricia, du bist so genial. Echt. Und das ist genau das. Das ist so tief in uns drinne, dass es irgendwo einen schwarzen Mann gibt. Und ich schwöre es euch, es gibt keinen. Es gibt keinen schwarzen Mann, der nicht selber gemacht worden ist. Der gewählt worden ist, oder? Wir haben es ja immer noch gewählt. Wer ist heute der schwarze Mann? Ich. Ja? Und das ist genau der Punkt, den wir uns wirklich immer vor den Kopf sehen müssen, dass es keinen schwarzen Mann gibt. Fertig. Ja. Hallo, hallo. Ich weiß es gar nicht, wie es ist. So, ihr Lieben, was machen wir jetzt damit, dass es keinen schwarzen Mann gibt? Einfach mal wirklich zu wissen, dass es keinen schwarzen Mann gibt in unserem Leben. Es gibt niemanden, der uns jagt. Es gibt niemanden, der uns einfangen will. Das gibt es nicht. Und wenn es keinen schwarzen Mann mehr gibt, dann fängt uns keiner mehr. Dann dürfen wir so sein, wie wir wollen. Und dürfen uns großartig fühlen und verwirklichen und einfach alle Dinge tun, die uns so viel Spaß machen. Gut, oder? Also, Quintessenz dieses
Coachings, es gibt keinen schwarzen Mann. So. Also, wenn es jetzt keinen schwarzen Mann gibt, was machen wir jetzt? Jetzt leben wir unser Leben. Und zwar völlig gefahrlos. Full on, in die Vollen. Man sagt ja immer so schön, wir leben jetzt so, als sei es der letzte Tag. Wieso vergessen wir das immer? Die Freude kreiert, die Dankbarkeit kreiert und sie darf sinnlos unbegründet sein. Immer. Also Susi, du warst ja vorher so, du versteckst dich ja nicht. Dann nehmen wir das dich mal. Also, was ist es jetzt? Dringlichkeit ist weg. Es ist ja schon alles da. Es ist nichts dringlich, weil ich lebe ja in den Vollen. Genau. Alles da. Dringlichkeit gibt es gar nicht. Kann ich ja sowieso schon wieder ad abda leben. Dieses Wort braucht es gar nicht mehr. Brauche ich nicht. Also. Ja, dann bleibt ja wieder dieser Punkt 1, dass ich eben üben muss mit diesen Neutralitätsgeschichte, damit ich überhaupt entscheiden kann. Und ja. Und mich immer wieder halt dran erinnern, es gibt keinen schwarzen Mann, niemand will was von mir. In Wahrheit. Ich darf rumtanzen, wie ich will. Ich darf durchs Leben tanzen. Mit der Klamotte, die ich anhab, mit dem Gesang, das ich auf den Lippen habe, mit der Freude, die ich auf den Tag bringe. Und es gibt keinen schwarzen Mann, der jemals irgendwie mich einfangen, beurteilen oder verurteilen würde. Ja. Gut, oder? Üben, üben, üben. Ja. Und es ist doch tatsächlich so, wir wissen alle nicht, wann unser letzter Tag ist. Genau. Wir wissen es nicht. Warum sollten wir uns damit befassen, mit einer Tatsache, die wir nicht wissen? Und da kommen wir jetzt ganz kurz noch zum Thema Gesundheit dazu. Ja? Mhm. Da geht es auch darum zu wissen, es gibt nicht den schwarzen Mann, der uns irgendwann mal absticht. Oder uns so kaputt und krank macht, damit wir bestraft werden oder was weiß ich nicht was. Den gibt es halt auch nicht. Es gibt nichts und niemanden im Außen, der die Macht und die Kraft hat, meine wahre Macht und Kraft zu untermauern. Es gibt halt da niemand. Es tut mir leid. Da ist ja wieder mehr das Problem, zumindest in meinem bisherigen Denken, dass ich halt denke, mein Körper ist unberechenbar. Ich weiß nicht, was der macht. Ah, dein Körper ist ein schwarzer Mann. Genau. Ja, letztlich. Und genau, ich bin aber dann, wenn ich in Punkt A mit dem finanziellen Ding so in dieser schlechten Feeling bin, dann tue ich dem auch nichts Gutes. Oder beziehungsweise unterstütze den schwarzen Mann. Also wenn du glaubst, dass dein Körper der schwarze Mann ist, dann stimmt es ja auch nicht. Nee, natürlich stimmt es nicht. Aber ich hab manchmal schon das Gefühl gehabt. Also auch, ich weiß gar nicht, was da kommt. Es kann alles passieren. Genau. Genau. Aber hast du auch mal das Gefühl gehabt, dass wenn eigentlich alles super ist, dass du es eben nicht vertraust? Dass du dem Guten, ja. Wir vertrauen oft dem Guten nicht. Ja. Das ist auch noch ein Thema, das ich kurz ansprechen möchte. Ja. Wenn es sich gut darstellt, das ist wie eine Sucht fast schon gar, dass der Mensch so programmiert ist, dass wenn es zu gut ist, dass er auf dieser wunderbaren Welle sich nicht erlaubt, bis in die Unendlichkeit zu surfen, sondern sich von dieser Welle irgendwann mal überstrudeln lassen muss. Obwohl es gar nicht notwendig wäre. Weil wir es nicht gelernt haben, auf so einer geilen Welle zu surfen, einer energetischen High-Vibe-Welle durchs Leben zu surfen.
Und darum geht's. Zu erkennen, dass auch hier diese Überzeugung, dass nach etwas Gutem, Gutem, Gutem das Schlechte kommen muss. Dass es genau nur an der Überzeugung liegt, dass dann das Schlechte kommt oder immer schon gekommen ist. Und dass wir diese Überzeugung mit hundertprozentiger Sicherheit aus unserer Gesellschaft aufgeschnappt haben, sprich aus unserer, von unserer Mutter, unserer Ahnenlinie. Das ist eine Schlüsselüberzeugung, die jeder irgendwie mitkriegt. Weil auch schon unsere Vorfahren sich immer wieder bewiesen haben, dass wenn es zu gut ist, dass dann wieder schlecht wird. Und weil das einfach eine kollektive Wahrheit ist, die wir alle so verfolgen. Oder eine kollektive Lüge, besser gesagt. Es ist eine kollektive Lüge. Spürt mal in euch rein. Ein Moment in eurem Leben, der richtig gut war. Wirklich richtig gut. Und am nächsten Tag bist du aufgewacht und alles war scheiße. Und dieser Moment, der war eigentlich gar nicht scheiße. Ich weiß, Susi, welchen Moment du hast, weil wir kennen uns ja schon eine Weile. Diesen Moment nicht scheiße zu finden, das geht in eine andere Sphäre. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, das ist für uns der allergrößte Horror, für mich auch, der aber zum Leben dazugehört. Und um diesen Horror zu vermeiden, habe auch ich persönlich mir ganz schön viel anderen Horror kreiert. Und das ist das, was wir machen. Weil wir genau vor so einem Moment so unglaublich große Angst haben. Und hier hilft tatsächlich nur das wirkliche Wissen, dass wir eben nicht unser Körper sind, sondern dass wir 100% spirituell sind, 100% energetisch, 100% reines Bewusstsein, 100% endlos lebendes, lebendiges Bewusstsein, unabhängig von unserem Körper. Und ich habe kein anderes Teaching übrig, das uns helfen kann, vor genau diesem Moment keine Angst mehr zu haben. Und das ist das einzige Teaching und das ist das einzige tiefe, tiefe Wissen, das wir wieder ausgraben dürfen, um genau vor solchen Momenten keine Angst mehr zu haben. Und tatsächlich zu wissen, dass das ewige Leben für uns da ist. Und zwar nicht der ewige Körper, aber die ewige Existenz. Weil unsere Existenz ist nicht auf unseren Körper beschränkt. Und das, was der Körper hier verkörpern darf, das müssen wir nicht einschränken durch die Angst, dass diese Verkörperung irgendwann mal zu Ende ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und wenn wir da diesen Riesenschritt schaffen, uns anders zu sehen und eben auch alles andere, was verkörpert wird hier auf dieser Welt, nicht das Ende erkennen, dass wenn die Verkörperung zu Ende ist, dann haben wir einen ganz anderen Horizont und dann können wir uns erlauben, das Leben zu leben und nicht zu warten, bis das Leben nicht mehr gelebt wird. Das ist so, so wichtig, dass wir uns dahin begeben, dass wir diese Erkenntnis, diesen
diesen Blickwinkel auf uns selber und auf die Welt und auf alle andere, dazu sind wir jetzt hier, dass wir das erkennen dürfen. Und dass wir jetzt hier jeden weiteren Moment in diesem Wissen und in dieser Fülle genießen dürfen. Dass wir unsere Verkörperung hier auf Erden vollkommen genießen dürfen. Ohne eine Einschränkung, ohne etwas zurückzuhalten, ohne etwas meinen zu müssen, zu manipulieren und in dieses tiefe, tiefe Urvertrauen hineinzukommen. Und da gilt es, unseren Verstand hinzutrainieren. Und er versteht nur das, was er fühlen kann. Und deswegen müssen wir unseren Verstand fühlen lernen, diese Fülle fühlen lernen, diese Sicherheit, dieses Urvertrauen, diese Göttlichkeit, diese Geführtheit immer wieder fühlen lernen. Und für mich ist es die Lösung aller Fragen, die wir am Anfang gestellt haben. Wie verhalte ich mich? Lese mal deine noch vor, wenn ich das Gefühl habe, dass es dringend ist, dass sich was tut, gesundheitlich, finanziell und beziehungstechnisch. Das ist eigentlich die umfassende Frage, die sich jeder stellt. Und die umfassende Antwort ist, geh aus dieser Weltsicht raus. Geh aus dieser beschränkten Weltsicht raus und erhebe dich aus dieser Weltsicht. Und ich weiß, es ist schwer. Und ich muss auch jeden Tag üben und ich muss mich jeden Tag wieder an das erinnern. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, als irgendwann mal zu entscheiden, ja, ich mach's. Ich verkörpere das beste Leben, für das ich hier bin, ohne Einschränkung. Ich blockiere mich nicht mehr, ich schäme mich nicht mehr, ich habe keine Angst mehr. Ich stehe hier fürs Leben, für die Kraft, für das, was mir gegeben worden ist. Und ich schreie jeden Tag, hurra, hurra, vielen Dank dafür. Das ist eine Wahl. Und wenn du die Wahl getroffen hast, dann gehst du, dann gehst du, dann gehst du, dann übst du, dann machst du weiter, dann lässt du dich führen, aber du lässt dich nicht mehr fallen. Zumindest nicht so lange, dass du den Anschluss verlierst. Das ist wichtig. Pausen, alles gut. Aber verliere nicht mehr den Anschluss an die Wahrheit, an das, wofür du hier bist. Erinnere dich immer wieder dran. Und erinnere dich an die Wahrheit und nicht an diesen ganzen Lügenkassoppel, den du vorher hattest. So. Wenn noch Fragen sind, würde ich die jetzt beantworten. Aber mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Das ist mein Job. Deswegen habe ich auch die Programme gemacht, die ich gemacht habe. Ich bin mega, mega, mega happy mit meinem Angebot jetzt, weil es gibt für jeden Preisrange gibt es etwas. Es gibt für jeden Ort, von da, wo jeder starten will, wo er weitergehen möchte, gibt es etwas. Fragt mich, ich habe ein Angebot für dich, wenn du begleitet werden musst, möchtest. Es ist einfach im Moment die Zeit des Umbruchs und es ist die Zeit, dass keiner mehr vor sich darum sauert und versauert. Niemand mehr soll versauern. Das Leben ist so schön und es darf so schön sein. Habt ihr noch Fragen? Irgendjemand, was wirklich konkret ist, wo du sagst, ich steck da gerade. Ich habe zwar verstanden, was du gesagt hast, ist alles ganz super toll, aber Punkt, 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 Punkt. Nein? Alles klar? Cool. Ihr könnt es auch reinschreiben, wenn ihr nicht reden wollt. Schau ich noch ganz kurz auf Facebook, ob noch einer was getippelt hat. Ja, ich höre. Ja, dass man die Energie immer hochhält, dass man versucht, immer in dieser Energie drinne zu bleiben. Also das merke ich. Das ist schon so, ist, dass man da auch ab und zu rausfällt, aber das ist eben wichtig, einzugehen. Genau. Und das ist
Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Danke, Ute. Dass man sich deswegen nicht verurteilt oder dass man sich selbst, das, ja, ich komme gleich dazu, danke fürs Schreiben, dass man sich deswegen nicht verurteilt, oder? Das ist das Wichtige, dass man nicht sagt, du bist ein Loser oder dass man sich überhaupt nicht mehr, dass man aufhört, sich zu beurteilen und dass man wirklich einfach immer okay ist mit dem, was gerade ist, weil ich weiß, ich kann es ja verändern. Ich kann ja okay sein mit jedem Zustand, den ich jetzt hier habe, wenn ich das große, tiefe Wissen habe, ich kann sie auch verändern. Und das darf jeder für sich haben. Ich kann es ja verändern. Ich kann okay sein. Genau. Und das ist wirklich, und das ist wie so eine Treppe. Ja? Bei mir war das auch so. Und dann geht es mal wieder super und dann wird es wieder schwer. Und dann geht es mal wieder super, dann wird es mal wieder schwer. Aber die Abstände werden immer größer. Ja? Von diesen Schwankungen. Die sind am Anfang, sind schwankt innerhalb von einer kurzen Zeit, schwankt es viel. Und irgendwann mal stabilisiert sich das viel besser, ja? Und dann hast du einmal im Monat eine Schwankung. Und am Anfang hast du täglich 10 Schwankungen, ja? Das ist total normal. Aber man darf sich nicht verurteilen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Selbstanerkennung und die Selbstliebe, weil es ist ja wahr, dass wir so geliebt sind. Wir haben alle den gleichen Kampf. Wir haben alle den gleichen Kampf. Und es ist der Kampf, dass wir mit Lügen konditioniert und überschüttet worden sind, während wir geboren und aufgewachsen worden sind. Und jetzt haben wir die Aufgabe herauszufinden, was für grandiose, wunderbare Wesen wir doch in Wirklichkeit sind. Und da sind wir alle gleich. Wir haben die gleichen Güllehaufen übergestülpt bekommen, während wir aufgewachsen sind. Der eine irgendwie Schweinegülle, der nächste Rindergülle, was auch immer. Auf jeden Fall ein Haufen Gülle. Und jetzt geht es darum, uns davon zu befreien und genau das eben nicht mehr zu machen. Und es ist wieder eine super geführte Überleitung zu der Frage hier, Selbstsabotage, wie durchbreche ich diese? Das ist genau die Antwort, die ich gerade angesetzt habe, zu sagen, diese Selbstsabotage ist einfach dieser innere Kampf, dass ich nicht glauben kann, dass aller Bullshit, der mir über mich weisgemacht worden ist, von dem ich dachte, der mich ausmacht, der mich beschreibt, der meine Persönlichkeit ausmacht, gar nicht meiner ist. Wenn ich diesen Aha-Effekt habe und weiß, oh ja, ich bin ja gar nicht diese Person, ich dachte immer, ich wäre die Person, weil mein Umfeld, meine Eltern, all das, was mich geprägt hat, nur diese Person in mir sehen konnte. Und ich dann irgendwann mal dachte, ich bin ja die. Dann merke ich, ho, stimmt ja gar nicht. Ich kann total super geil, genial sein. Das ist meine Wahrheit. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so beschissen und begrenzt und unfähig an, wie man mir eigentlich weisgemacht hat. Wenn ich das alles loslasse, dann merke ich eigentlich, was ich für ein toller, toller Mensch bin. Und diesen tollen Mensch muss ich überhaupt nicht mehr sabotieren, weil der wurde die ganze Zeit durch falsche Vorstellungen sabotiert. Und wenn ich diesen Aha-Effekt habe und merke, wow, stimmt ja alles gar nicht, warum sollte ich mich dann sabotieren weiterhin? Das ist eine Aufklärung, oder? Es ist alles eine Aufklärung. Und Selbstsabotage zum Beispiel zu durchbrechen ist fast nicht möglich. Man kann nichts durchbrechen. Aber du kannst erkennen, dass das nur daran, bitteschön, liegt, dass du eine falsche Vorstellung über dich selber hattest, die du nicht zu verantworten hast. Nochmal. Wir nehmen es auf von unserer Vergangenheit, von unserem Äußeren, von unserem Umfeld, einfach von dem, was da ist. Ja, wenn ich rausgehe und das, was ich euch jetzt erzähle, sage ich hier in meinem Dorf auf dem Marktplatz verkünde, da denken auch viele, die Alte hat sie nicht mehr alle. Ja? Das ist was Gutes. Aber ich weiß ja, dass das unerheblich ist. Ich weiß ja, dass diese Person, die mich jetzt gerade beurteilt, aus ihrer Weltsicht, aus ihren Vorstellungen, aus dem, was sie gelernt hat und gehört hat,
nicht da ist, dass sie mich verstehen kann. Aber das ist auch okay. Deswegen muss ich mich ja nicht falsch machen. Und genau das passiert immer. Wir lassen uns gerne falsch machen von Leuten, die, sag ich mal, das Leben nicht wirklich verstehen. Und das müssen wir halt aufhören. Und heutzutage würde ich jetzt auch dahin gehen, das hätte ich früher nicht gemacht, aber ich würde einen Vortrag halten. Einfach so über meine Wahrheit, wie ich es jetzt hier für euch halte, würde ich für jeden einzelnen Menschen diesen Vortrag halten. Und warum würde ich das tun? Weil ich weiß, dass sein Herz weiß, dass ich recht habe. Weil sein göttliches Selbst, sein inneres Wesen, was auch immer, was diese Kraft, die dazu beiträgt, dass bei jeder Person das Herz schlägt, die hat nicht vergessen, wo sie herkommt und wer sie ist. Also, warum soll ich dann mit der Wahrheit hinterm Zaun halten? Ich muss sie nicht jedem ins Gesicht pressen, aber ich weiß, wenn ich aufsprechen darf, wenn ich den Raum bekomme, dass ich dann verstanden werde. Und das ist die Wahrheit. Und deswegen keine Sabotage der Wahrheit. So, ihr Lieben, jetzt schaue ich hier nochmal im Chat. Facebook, hat da sonst noch jemand irgendwo eine Frage? Und so will mir jetzt langsam zum Ende kommen. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr schon so spontan gekommen seid. Und ich danke euch vor allem, dass ihr an euch glaubt, dass ihr daran glaubt, dass ihr großartig seid, dass ihr einfach wirklich, wirklich sowas von großartig seid und eure Geschenke endlich zeigen dürft und euch daran erfreuen dürft. Vor allem euch selber daran erfreuen. Freut euch an euch selber. Freut euch daran, wie toll ihr seid. Freut euch daran, was ihr euch traut. Freut euch an eurer Angst. Freut euch an was auch immer. Freut euch einfach an dem, dass ihr da seid. Dass ihr hier seid. Und vergesst es nicht. Es hat alles einen wunderbaren Grund. Und alles andere ist Bullshit-Story. Bullshit-Story. Stimmt nicht. Ja, das stimmt. Was machst du jetzt, Susi, zum Abschluss, nachdem wir mit dir angefangen haben? Du kreierst jetzt 10.000 Euro diesen Monat und plus? Ja, genau. Wie machst du das? Nee, ich habe jetzt gerade gedacht, wo du so noch die letzten wunderbaren Worte gesprochen hast, ich muss mir mal diese Sachen aufsprechen. Also alles, was du heute gesagt hast, das ist Bullshit, das ist so. Also weißt du, so Affirmationen hat man früher dazu gesagt. Ja, aber nicht nur affirmieren, sondern du musst mit deinem Schädel reden. Das ist klar, nur wenn ich manchmal so in meinem Alltag da so untergehe, dann hilft mir das schon, wenn ich mir das einfach so anhöre, dann kann ich wieder, ja stimmt, Moment. Also schon mich dann auch verhalten dazu. Also kriegst du die Information in den Kopf und dann darfst du auch das Pendant an Energie, an Gefühl zulassen. Genau, aber ich erinnere mich dran und dann komme ich in diesen Prozess und sage das dann. Genau, aber das Gefühl zuzulassen und zu sagen, wow, ich bin ein endloses Wesen. Cool. Yeah. Ja, okay. Wirklich so. Ja, ja. Way. Okay. Yes. Und dann einfach wirklich solche Dinge zu tun, die man so gerne tun könnte und würde und sich einfach meistens überhaupt nicht traut. Macht Sachen, die ihr als Kind gemacht habt. Ja, das ist mein letzter Tipp. Macht Sachen, die euch immer Freude gemacht haben und findet heraus, warum sie vielleicht jetzt keine Freude mehr machen, was ihr über diese Sachen gedacht habt, dass sie keine Freude mehr gemacht haben. Alle Beschränkungen, weg, 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 weg. Und da haben wir so einen riesengroßen Haufen an Beschränkungen. Und deswegen, wirklich, wenn ihr es ernst nehmt, kommt in irgendeins meiner Programme, da bleiben wir dran. Da arbeiten wir so weiter, jede Woche miteinander, untereinander. Je nachdem, was ihr auswählt für euer Ziel, gibt es eben das richtige Programm. Und niemand ist hier auf dieser Welt, um nicht dafür entlohnt zu werden, finanziell vor allem auch sich selbst zu sein. Ja. Ja? Wir kriegen Geld dafür und von wem?
das müssen wir nicht wissen, aber wir müssen es erlauben, dass es so ist. Das ist das Wichtige. Beim Maler ist es einfach. Der Maler, klar, der kriegt Geld, wenn er Bilder malt. Ja, ein Künstler, auch hier, Christine, eine Poetin, kriegt auch dafür Geld, wenn sie Gedichte schreibt. Aber nur, wenn sie sagt, dass sie Gedichte schreibt. Der Maler nur, wenn er sagt und zeigt, dass er Bilder malt. Der Philosoph, was auch immer, wenn er es zeigt, wenn er rausgeht in die Welt und sagt, ich bin Maler, ich bin bereit dafür Geld zu empfangen. Ich bin Philosoph, ich bin bereit dafür Geld zu empfangen. Ich bin Poet, ich bin bereit dafür Geld zu empfangen. Ich bin Coach, ich bin bereit dafür Geld zu empfangen. Ich bin Sängerin, ich bin bereit dafür Geld zu empfangen. Das ist so, so wichtig. Und weißt du was? Du kannst 5 Sachen haben, 10 Sachen, für die du bereit bist, Geld zu empfangen. Aber es muss für dich einfach so klar sein. Klar, ich krieg dafür Geld, super, ich muss nichts umsonst machen oder vergebens, sondern ich werde entlohnt für mein Sein. Und diese Türen zu öffnen übrigens, das haben wir gemacht in Divine Money, das ist auch nochmal eine ganz krustige Geschichte, die da immer abgeht mit dieser Geldsache, mit diesen Geldvorurteilen und all diesen Überzeugungen, die wir mit Geld haben. Und das Geld, von dem, wenn ich Geld kriege, dann nehme ich es jemand anders weg und so ein Bullshit. Ach. Das gehört alles bereinigt, das müssen wir alles putzen. Wir sind da, um so Zeug jetzt einfach mal sauber zu machen, damit wir es nicht weiter in die Welt tragen, dass diese Energie nicht weitergeht in die Welt, sondern dass eine glasklare, feine, reine, liebende, göttliche, bedingungslose Energie hier rausgeht. Puh, ich liebe das, wenn ich nur drüber nachdenke. Das funkelt und glitzert wie Swarovski in der Luft. Und das alles wieder beleben und rausholen und diesen Glitzer in die Welt bringen. Und zuerst in unsere kleine Welt und dann in die große, weite Welt. So, ihr Lieben. Sehr schön. Wow. Vielen, vielen Dank. Danke euch, dass ihr da wart. Danke fürs Dabeisein. Danke, Josefine. Und für die, wo das Programm jetzt noch ausläuft, ich habe euch da ja was gepostet. Die anderen sehe ich in Kap. Also ich sehe euch alle irgendwo, die hier auf Facebook dabei waren. Lasst uns vernetzen, lasst uns vorwärts gehen und lasst uns Swarovski in die Welt bringen. Also ihr Lieben. Ja, sehr gut. Tschüssi. Vielen Dank. Ciao. Danke. Ciao.